Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Königreich der Illusionen. Dieses Mal spielen wir die Mission schon wieder Banditen, in der wir eine ganze Menge Marschälle benötigen werden. Kaiba hat immer noch sein übliches Team. Rex wird nur rumlaufen mit dem tanzenden Elfen. Bones ist sein übliches Team und alle anderen sind ebenfalls nur mit einem Monster ausgestattet. Der einzige, der ein bisschen besonders ist, ist Weevil. Der wird von uns tatsächlich mit seiner Riesenameise was zu tun kriegen. Oh Mann, das ist Kaiba. Und was jetzt? Gebt einfach auf, Chef. Ihr habt keine Chance, glaubt mir. Klapperalten, glaubst du, ich würde auf einen drittklassigen Kämpfer wie dich hören? Ich werde deine Linien durchbrechen und erneut entkommen, Kaiba, egal was es kostet. Dann versuch doch, was ich brauche, nehme ich mir auch mit Gewalt von dir. Also, auf in den Kampf, schon wieder gegen Bandit Keef. Siege die Truppen von Kaiba, vernichten das Team von Bandit Keef. Niederlagen, das Team von Kaiba wurde vernichtet oder Rutban fällt in feindliche Hände. Ja, diese Mission ist ziemlich gemein, denn wir haben schon gewonnen, wenn Bandit Keef besiegt ist und der greift unsere Hauptstadt direkt an. Hier gibt es allerdings viele, viele neutrale Städte, die wir erstmal erobern müssen. Dementsprechend laufen alle Marschälle, die nur mit einem Monster ausgestattet sind, erstmal durch die Linien unserer Feinde durch, möglichst so, dass sie nicht in einen Kampf verwickelt werden. Das wäre nicht gut. Und Bones wird als vorderster Verteidiger eingestellt. Das sollte nicht Weevil sein mit seiner einzelnen Riesenameise. So, Rex, ihr habt in die zentrale Stadt mit dir, Pegasus. Du läufst nach Norden für uns. Ja, und so weit, so gut. Der Herrscher des Labyrinths ist schon auf seinem Weg. Dann können wir Kaiba jetzt auch rausschicken, nachdem die einzelnen Marschälle gesichert sind. Da wollte ich mich erstmal drum kümmern, damit keiner von denen stirbt. Und schon beginnt der erste Kampf. Bones gegen einen Soldier. Mal wieder mit den Fusionsteilen zu Crimson, dem Sonnenvogel. Ja, Flügeladler und Marvellus. Dazu natürlich die dunkle Chimäre. Dann beginnen wir erstmal wieder mit paralysierenden Arbeiten von unserer Seite. Inzwischen können wir den Segen des Mondscheins benutzen. Dank unseres Zauberers. Inzwischen kann Phantom Devan tatsächlich welche einsetzen. Dementsprechend hat er jetzt auch die Gabe des mystischen Elfen dabei, womit wir unser gesamtes Team extrem gut heilen können. Die Medizin hat also vorläufig wahrscheinlich erstmal ausgesorgt und die Gegner werden keine großen Chancen mehr gegen uns haben. So, noch eine dunkle Energie drauf und Steinaugen, das sieht soweit so gut aus. Shadow Schnetzler, haben wir schon die dunkle Chimäre erledigt. Jetzt bleibt nur noch Marvellus auf der rechten Seite. Er sollte auch kein Problem sein nach all den Stärkungen. Taumaturgie-Attacke und gewonnen! Sieg für Bones. Kriegen wir Level? Nein. Ich bin beeindruckt. Wir kriegen mal keine Level für einen Sieg. So, Kaiba, lauf bitte weiter. Da ist auch schon der nächste Soldier mit exakt demselben Team, das wir gerade eben schon mal bekämpft haben. Nochmal. Yay. Wieder mal diese Abwechslung hier drin. Also erstmal wieder alle Gegner paralysieren, wie sich das gehört für unser Team. Leider hat sich Marvellus schon wieder befreit. Auch nichts Ungewöhnliches. Und dann fangen wir wieder an, die dunkle Energie zu benutzen. Und Segen des Mondscheins sowie lila Kristall. Kann alles nicht schaden. Mehr dunkle Energie erstmal. Die bringt am meisten Angriff. Schädel, Schnitzler drauf. Jetzt sind wieder alle gelähmt. Dann noch eine dunkle Energie. So, und weiter geht's mit Taumaturgie-Attacken, damit wir erstmal die Chimäre loswerden, bevor die uns angreifen kann. Außerdem wollen wir nicht, dass unsere Gegner die Polymerisation benutzen können. Wie üblich eben. So, jetzt bleibt nur noch der Flügeladler in der Mitte. Dann haben wir es gleich geschafft. Einmal Gabe des mystischen Elfs, damit unser Team komplett wieder voll geheilt ist. Ah, ich liebe diese Heilzauber. Und Sieg! Level 60 und Level 61 schon erreicht. Wir haben ein richtig hochtrainiertes Team hier. Ja, wie gesagt, Kaiba ist auf dem Weg und da kommt das nächste Team. Oh, das haben wir noch nie gesehen. Was? Ein Flügeladler? Marvellus? Die dunkle Chimäre? Unglaublich. Ja, schon wieder ein Klon. Sowas. Wir haben 4 Gegner auf dieser gesamten Karte. 3 davon sind schon wieder Klone voneinander. Und der letzte ist Bandit Keef, den wir besiegen müssen. Hey, jawoll, super. Gut mitgedacht. Naja. Außerdem wollte Bandit Keef eigentlich vor uns fliehen. Trotzdem greift er unsere Stadt direkt an. Wo ist da die Logik hinter? Ich weiß es nicht so genau. Gleiche Strategie wie in den letzten beiden Kämpfen auf jeden Fall. Erstmal wieder die Polymerisation verhindern und die dunkle Chimäre erledigen, die wir mit dunkler Energie selbst gestärkt haben. So, unser nächstes Ziel ist wie üblich eigentlich Marvellus. Gab es mystischen Elfen zwischendurch einsetzen, damit wir voll geheilt sind nach dem Kampf und auch zwischendurch keine Probleme bekommen. Bams! Marvellus erledigt. Bleibt nur noch der Flügeladler, der sowieso gelähmt ist und eine Lähmung nach der anderen abkriegt. Taumaturgie-Attacke und gewonnen. Sieg.
Level 62, Level 62, boah. Da merkt man, wer die letzten Schläge größtenteils macht. Definitiv nicht das Schlangenhaar. Okay, Kaiba sollte jetzt möglichst an Bandit Keith vorbeilaufen. Wir wollen uns nicht unbedingt in einen Kampf mit ihm verwickeln. Wie gesagt, wir wollen ihn ja auch eigentlich sowieso noch nicht besiegt haben. Und gleich sollte endlich die erste neutrale Stadt eingenommen sein, für die wir extra den tanzenden Elfen losgeschickt haben. Ja, wir sehen, wir haben ja jetzt noch Weevil hier hinten mit der Riesenameise. Und Raxis, den wurde befreit, 500 Gold erhalten. Wie gesagt, für den haben wir eine ganz besondere Aufgabe, da wir Bandit Keith irgendwie beschäftigt halten müssen. Aber vorher muss Bones noch ran. Kaiba hat für uns auch eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Der muss nämlich ganz weit in den Süden laufen. Relativ mittig auf der Karte. Warum, kann man sich wahrscheinlich auch schon wieder denken. Das ist allerdings auch wieder eine sehr gemeine Sache. Wieder, weil Bandit Keith, der den Kampf hier relativ schnell beenden will. Er ist auf jeden Fall mit dreimal jeweils roter Medizin ausgerüstet. Das ist eigentlich nicht schlecht. Damit wäre er ein relativ starkes Team. Naja, ne, wenn wir nicht die paralysierenden Mächte unserer Monster hätten. Oder Obelisk den Peiniger einsetzen könnten, wenn wir ihn wirklich vernichten wollen würden. Dann warten wir noch die drei Schritte ab bis zum ersten Kampf gegen Bandit Keith. Ich komme hier schon weg, guck mal, mich hält keiner auf, glaubt er zumindest. Weshalb er immer noch auf uns losstürmt. Auf jeden Fall ein epischer Kampf, Bones gegen Bandit Keith. Er kämpft gegen seinen eigenen Chef. Aber das wird er schon irgendwie hinkriegen. Erstmal lähmen wir natürlich wieder das Gegner stehen, damit die uns nicht auf die Nerven gehen können. Und dann geht's weiter mit dunklen Energien, damit wir genügend Angriffspunkte haben. Dunkle Energie, dunkle Energie. Oh nein, wir kriegen Kanonenfeuerstoß ab, weil die Paralyse nicht lange gehalten hat. Die sollten wir gleich mal wieder erneuern. Ja, dann fangen wir erstmal an, die Raketenwerferspinne zu erledigen. Wir sehen ja die gegnerischen Aktionspunkte, dementsprechend wollen wir nach Möglichkeit den Pistolendrachen in der Mitte überleben lassen, da er die wenigsten vom gegnerischen Team hat. So, Taumaturgie und das war's dann auch schon. Mehr können wir nicht machen. Jetzt können wir unser Team nochmal schnell heilen und dann machen wir uns einfach alarmbereit, bis dieser Kampf hier vorbei ist, damit wir einen Punktesieg erzeugen. Juhu! So, Bandit Keith muss jetzt 5 Sekunden warten und außerdem da hinten stehen bleiben, logischerweise. Und jetzt stellen wir Weevil an die Front. Ich habe extra ein Monster gewählt, das von uns relativ viele Aktionspunkte hat. Und Zaxxos wurde befreit. Außerdem dazu eine halbwegs hohe Verteidigung besitzt und nicht so übermäßig teuer ist, also keins der Monster ist, das wir schon in Yugis Kampagne trainiert hatten. So, jetzt können wir die Kämpfe gegen ihn nämlich halbwegs schnell gewinnen, indem wir einfach unsere Ameise immer wieder alarmbereit machen und dementsprechend dann Punktesiege erzeugen. Level hoch für Weevil. So kriegt er auch mal ein paar zusätzliche Punkte. Jetzt müssen wir das nur so lange machen, bis Kaiba sein Ziel erreicht hat. Außerdem wurde Rottenhub befreit und Burtos befreit. 2x 500 Gold erhalten. Also wir sehen uns gleich wieder, wenn Kaiba angekommen ist und wir uns noch ein paar Mal gegen Bandit Keith verteidigt haben. Okay, Bandit Keith muss gerade wieder warten. Wir sollten es also gleich geschafft haben mit der B-Curry-Box. Ich wünsche, sie wäre ein bisschen schneller. Jawohl, wir werden von streunenden Monstern angegriffen. Hier unten, ganz weit am Kartenrand, finden wir die Larvenmotte, die Königin des Herbstlaubes. Ey, eins meiner Lieblingsmonster. Und dazu noch die Insektenkönigin. Insekten sind auch nicht gerade die ultimativsten Monster. Aber die Königin des Herbstlaubes ist ja bekanntlichermaßen ein Geistmonster, gegen die wir auch schon einige Male antreten mussten. Tja, außerdem kann die Mottenlarve uns vergiften, eine fiese Sache, aber wir haben ja Obelisk, den Peiniger, auf unserer Seite. Kaiba muss ja sonst keine Kämpfe für uns bestreiten, von daher haben wir keinen Grund, Obelisk hier nicht einzusetzen. Oh nein, ein Inferno-Atem der Königin, die übrigens als Spezialfähigkeit hat, wie viele andere, wie Chefs aussehende Monster, ihr Team zu stärken, der Götterspeise. Da hat sie ihr Team gerade verbessert. Aber das soll mich nicht weiter stören. Wir werden einfach unsere Angriffe draufsetzen und das Team so vernichten. Haha. Leider sind wir gerade vergiftet und verwirrt. Dementsprechend kann ich den Allhandzermalmer nicht benutzen, sondern nur unser normales A-Kommando. Böse Königin des Herbstlaubes, warum kannst du auch so böse zusätzliche Effekte? Naja, deswegen mag ich das Monster ja. Also, Zerstörungsblitz drauf. Das kriegen wir auch so irgendwie hin. Wir kriegen kühle Winde ab. Nicht weiter schlimm. Nächster Zerstörungsblitz.
Zerstörungsblitz drauf, dann war's das auch schon für die Königin des Herbstlaubes. Jetzt nur noch ein paar Mal die Insektenkönigin Blitzdingsen und gewonnen! Sieg, Level hoch für alle außer den Zombie-Drachen. Königin der Insekten ist in deine Armee eingetreten. Und die Königin des Herbstlaubes ist in deine Armee eingetreten. Sowie auch die Larvenmotte ist in deine Armee eingetreten. Ach, endlich haben wir es gar geschafft. Jetzt können wir auch Bandit Key vernichten. Leider wollen wir dafür nicht gerade die Arbeiterameise verwenden. Na gut, dann müssen wir uns halt noch ein weiteres Mal gegen ihn verteidigen. Kanonen und Feuerstoß. Oh nein, was sollen wir nur tun? Wir machen uns wie üblich alarmbereit. Wusch, jetzt können wir ihn noch angreifen, weil er sowieso keine Aktionspunkte mehr hat. Wusch. Die eine rote Medizin, die er dabei hat, wird ihm nicht sonderlich viel helfen, wenn er gleich gegen Bones kämpfen muss. Ja, dann holen wir Weevil aus der Stadt raus, damit Bones wieder der vorderste Verteidiger ist. Und warten darauf, dass Bandit Keith ein allerletztes Mal zum Angreifen vorrückt. Mit seinem Level 58 Schießdrachen. Jawohl, der letzte Kampf. Bones gegen Bandit Keith, der vor einiger Zeit schon mal stattgefunden hat. Da hatte Bandit Keith allerdings noch mehr Monster. Also Schädelschnetzer drauf, Taumaturgie drauf. Wir brauchen unser Team eigentlich gar nicht stärken. Solange wir keinen Pech haben und er sich aus der Paralyse befreit. Jawohl, ist das ein sehr schneller Sieg für uns. Keine Punkte für Keith. Noch ein Level bekommen. Sag mal, was, Bandit Keith? Wo ist mein Bruder? Wo ist Mokuba? Woher zum Geier soll ich das wissen? Du erzählst mir besser, was ich wissen will, oder ich verfüttere dich an die Monster. Ich meine es verdammt ernst. Dein Leben gehört mir. Und wenn du mir nicht gibst, was ich will, werfe ich es weg. Bandit Keith, Kaiba spricht die Wahrheit. Wenn du irgendetwas weißt, solltest du es ihm jetzt sagen. Gut, gut, aber ich weiß wirklich nicht, wo er jetzt ist. Man hat mich nur beauftragt, ein bisschen auf den Jungen aufzupassen. Ich habe ihn wieder an den Typen übergeben, der mich vor ein paar Tagen angeheuert hatte. Wer hat dich angeheuert? Scott aus Sückwalds. Ich wusste es. Und jetzt reicht es. Kannst du mich hören, Scott? Ich komme und hole dich. Wo ist Mokuba jetzt? Scott hat ihn mitgenommen und ist nach Sückwalds aufgebrochen. Wo sie danach hin sind, weiß ich nicht. Ehrlich. Ich glaube, es ist an der Zeit, einen Plan für die Einnahme von Sückwalds auszuarbeiten. Halt durch, Mokuba. Ich werde dich befreien. Versprochen. Und der Schießdrache ist in deine Armee eingetreten. Der Spielautomat ist in deine Armee eingetreten. Und die Raketenwerferspinne ist in deine Armee eingetreten. Was das bedeutet, kann man sich wahrscheinlich auch denken. Wir kriegen Bandit Keith nämlich tatsächlich nicht als kontrollierbaren Marshall. Außerdem haben wir 693 Gold erhalten. Ich glaube, jeder hat an diesem Punkt des Spiels erwartet, dass Bandit Keith zum letzten Marshall unseres Teams wird. Die Höhle des Drachen ist die nächste Mission. Die Berge des Weißen Drachen. Dieser Gebirgsrücken erstreckt sich über den gesamten Kontinent und kann wegen der dort herrschenden rauen Bedingungen nicht überquert werden. Der höchste Gipfel heißt Drachenhöhle. Dort hausen unvorstellbar mächtige Drachen. Viele haben versucht, den Gipfel zu erklimmen, sind aber nie wieder zurückgekehrt. Kaiba und seine Männer brechen auf, um den Berg zu erobern. Denn hier lebt der blauäugige W-Punkt-Drache. Kaiba weiß genau, dass er sein stärkstes Monster braucht, um Sückwalds zu erobern. Wenn man allerdings bedenkt, wie weit wir schon in die Kaiba-Kampagne reingekommen sind, ist es irgendwie merkwürdig, dass wir jetzt erst den Weißen Drachen kriegen. Tja, das war's also wieder für den tanzenden Elfen hier. Wir haben allerdings die Larvenmotte bekommen und wir haben für die Larvenmotte schon vor langer Zeit den Kokon der Evolution gekauft. Damit können wir die Larvenmotte nun entwickeln. Ta-da-da-da! Zur ultimativen großen Motte! Das ist doch schon ein viel besseres Monster. Leider nicht gerade mit vielen Aktionspunkten und außerdem auf Level 1. Kann aber von Anfang an schon das Phosphorgift. Eine ganz tolle Spezialfähigkeit. Kostet uns 2 Punkte, dafür vergiften wir alle Gegner. Wenn die wenigstens extra noch Schaden machen würde, die Fähigkeit, aber nein, die vergiftet einfach nur alle Gegner. Muss das wirklich so eine grauenhafte Fähigkeit sein? Ich weiß es ja nicht. Okay, wir speichern erstmal an dieser Stelle und beim nächsten Mal werden wir dann endlich einige Drachenmonster, unter anderem den blauäugigen W-Punkt-Drachen, rekrutieren. See ya!